In diesem Video soll es um kumulierte Wahrscheinlichkeiten bei der Binomialverteilung gehen. Und dabei wird es sich im Prinzip rechnerisch gesehen um nichts Neues handeln. Es ist aber eine kompaktere Schreibweise und außerdem schauen wir uns eine interessante Fragestellung an. Und zwar stellen wir uns ein Hotel vor. Und das Hotel soll 20 Zimmer haben. Hotelzimmer werden reserviert und die können auch storniert werden. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass keine Stornierung erfolgt, liegt erfahrungsgemäß bei 90%. Also 90% der Zimmer, die reserviert werden, werden auch tatsächlich vermietet. Schreibe das schöne Stornierung. So, und dann gucken wir uns eine Zufallsgröße x und die soll die belegten Zimmer zählen. So, das Hotel weiß ja auch, dass ein Gewinn wird dann erzielt, wenn 10 Zimmer vermietet werden. Gucken wir uns zuerst den Erwartungswert an. Erwartungswert ist ja n mal die Trefferwahrscheinlichkeit. In unserem Fall sind das 20 Zimmer, die zu 90% belegt werden. Der Erwartungswert liegt bei 18. Das bedeutet, dass wir im Schnitt 2 Zimmer haben, die nicht belegt sind. Und damit macht das Hotel einen kleineren Umsatz. Eine Idee, wie man jetzt damit umgehen könnte, wäre, dass man mehr Zimmer anbietet, als man zur Verfügung hat und Leute gegebenenfalls entschädigt. Also beispielsweise bei unserem Hotel könnten wir 22 Zimmer anbieten, statt 20, obwohl wir wirklich nur 20 haben. Ja, also wurden 22 verschiedene Gäste kommen, würde es für 2 bedeuten, dass wir diese entschädigen müssen. Dann gucken wir uns die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir keine Entschädigung zahlen müssen. So, Entschädigung mit E. So, das wäre die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir 0 Zimmer vermietet haben, plus die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir ein Zimmer vermietet haben und so weiter, bis zu der Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir 20 Zimmer vermietet haben. Und jetzt kommen wir zu der Schreibweise bei den kumulierten Wahrscheinlichkeiten. Das würden wir kurz schreiben, p von x kleiner gleich 20. Und das wäre eine kumulierte Wahrscheinlichkeit. Kumuliert bedeutet sowas wie gesammelte Wahrscheinlichkeit. Und bei der Binomialverteilung gibt es eine besondere Schreibweise. Wenn wir eine Zufallsgröße x haben, die BNP verteilt ist, dann können wir beispielsweise die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir höchstens 20 Zimmer vermieten, als groß F mit den Parametern 22, 0,9, 20. Also eine ähnliche Schreibweise wie bei normalen Wahrscheinlichkeiten, bei der Minimalverteilung, nur das B wird durch F ausgetauscht. Bei der Rechnung mit den kumulierten Wahrscheinlichkeiten gibt es, sagen wir, Rechentricks. Wie in dieser Situation zählen wir die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass wir 20 Zimmer vermieten. Man könnte aber mit der Gegenwahrscheinlichkeit rechnen und schauen, was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir 21 oder 22 Zimmer vermieten, und die Wahrscheinlichkeit p
p von x kleiner 20 wäre die Wahrscheinlichkeit von, wäre die Wahrscheinlichkeit 1 minus die Gegenwahrscheinlichkeit davon. Ja, die Wahrscheinlichkeit für höchstens 20 Zimmer ist 1 minus die Gegenwahrscheinlichkeit, Gegenteil davon ist mehr als 20. Und eine weitere Sache zum Beispiel interessiert uns ein Intervall. Wir wollen die Wahrscheinlichkeit dafür wissen, dass wir zwischen 18 und 20 Zimmern vermieten. Das schreiben wir kurz als p von x kleiner gleich 20 größer gleich 18. Und wie berechnet man diese Wahrscheinlichkeit? Man berechnet die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir höchstens 20 Zimmer vermietet haben. Davon müssen wir aber die Wahrscheinlichkeit dafür abziehen, dass wir höchstens 17 vermietet haben. Da wir jetzt im Matheunterricht sind, möchte ich das Ganze natürlich ganz allgemein aufschreiben. Also gehen wir davon aus, dass wir eine Zufallsgröße haben, Zufallsgröße x, die binomial verteilt ist. Und dann gilt Folgendes, oder dann ist, wir definieren das quasi, die Schreibweise p von x kleiner gleich k bedeutet, dass wir die Wahrscheinlichkeiten von p von x gleich 0 plus und so weiter bis zu der Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir k-Treffer haben. Und bei der Binomialverteilung kann man das als f zu den Parametern n und p von k schreiben. Dann die Sache mit der Gegenwahrscheinlichkeit p von x größer k ist 1 minus p von x kleiner k. Und in dieser Schreibweise wäre das 1 minus fnp von k. Und zum Schluss die Sache mit dem Intervall. Wenn wir die Anzahl der Treffer zwischen zwei Zahlen a und b haben wollen, nehmen wir die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir höchstens b-Treffer haben und ziehen die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir weniger Treffer haben als a. Der nächste Schritt wäre, dieses kleiner Zeichen zu einem kleiner Gleichzeichen umzuwandeln, damit wir auch diese Formel wiederverwenden können. P von x kleiner b bleibt so und hier ziehen wir vom a 1 ab und können dann fn p von b minus fn p von a minus 1 schreiben.